keep on rolling, baby. Oh je. Oh. Ja. Jetzt sitze ich hier. Also, eigentlich, normalerweise würde ich jetzt einfach hier klingeln und hier diese Stufe hochgehen. Aber, heute ist nicht normalerweise, weil ich werde heute den ganzen Tag von Anfang bis Ende in diesem Rollstuhl verbringen. Zumindest habe ich mir das vorgenommen, weil ich eben wissen möchte, wie ist das, wenn ich eben nicht überall mal hochsprinten kann, sondern wenn ich wirklich mal vor Hindernissen stehe, so wie hier. Aber ich muss hier hoch, denn in diesem Haus wohnt Niklas und Niklas sitzt selbst im Rollstuhl seit langer Zeit schon. Und mit Niklas werde ich diesen Tag verbringen und ja, jetzt... keine Ahnung, also ich klingel jetzt einfach mal und dann vielleicht kann mir Niklas irgendwie helfen. Okay, die Tür geht schon mal auf, das ist schon mal gut. Wo muss ich denn hin? In den zweiten Stock. Gibt's einen Fahrstuhl? Also Niklas meint, ich soll am besten den Stuhl hier unten direkt stehen lassen und zu Fuß hochkommen. Weil es gibt keinen Fahrstuhl und es gibt eine Stufe am Anfang und ich bin komplett überfordert. Okay, wir kommen. Hallo? Kommt der rein? Hi, Niklas. Schön, dich zu sehen, schön, dich kennenzulernen. Willst du reinkommen? Ja, vielen Dank, gerne. Schön. Cool. Ja, also von meiner Seite aus können wir direkt los eigentlich. Eine Jacke an. Anziehen, Jacke. Ja. Und dann los. Sehr gut. So, und jetzt werden wir nämlich gleich den Stuhl hier stehen lassen. Hier oben? Ja, und okay. Dann hast du hier unten schon gesehen, steht noch einer und dann werden wir mal wechseln. Ah, so machst du das. Okay, ja, das heißt, du hast zwei Rollstühle. Okay. Ja, weil ich habe mich, also das war jetzt direkt der erste Gedanke, der mir unten durch den Kopf gegangen ist. Wie zur Hölle kommt man mit einem Rollstuhl da hoch und vor allem auch wieder runter? Naja, also alleine eher schwierig. Ja. So, ja. Okay, das heißt, ich helfe dir gleich? Also runtergehen geht. Wir haben zwei Geländer und dann werden wir es gleich. Okay. Ja, dann mal los. Los geht's. Geht es? Ja, ja. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid? Alles gut. Okay. Warum brauchen wir Licht? Nee, brauchen wir nicht. Okay, so. Das machen wir mal ein bisschen eleganter, als du das gerade gemacht hast, okay? Ja, jetzt bin ich gespannt. Oh, was? So, draußen. Ja, also Ziel ist es, dass ich das heute auch noch kann. Schaffen wir das? Ich denke schon, ja. Okay. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, beginnt hiermit das Selbstexperiment Rollstuhl mit Niklas. Ja, mit mir. Wo müssen wir lang? Zur Bahn, da lang. Da lang, okay. Drehen hast du schon rausgefunden? Ja, irgendwie halt das eine, irgendwie die eine und ja. Das andere und die andere habe ich jetzt so gemacht. Sehr gut. Das ist Naturtalent hier. Okay, auf geht's. Ja, hoffentlich nicht. Das wünscht man ja keinem. Was denn? Naturtalent zu sein? Naja, also man wünscht ja keinem, in Rollstuhl irgendwann sitzen zu müssen. Ah ja. Alles eine Frage der Perspektive, ne? Ja. Also ich wünsche es auch keinem so, aber wenn es dann so ist. Das muss ich damit arrangieren. Wie lange sitzt du schon im Rollstuhl? Also ich bin so geboren, also jetzt seit 19 Jahren. Und es war eine Spastik, oder ist eine Spastik, aufgrund zu wenig Sauerstoff bei der Geburt. Und ja. Das heißt, seit 19 Jahren ist das quasi, wie du dich fortbewegst? Ja, also die ersten 5 Jahre war es noch der Buggy, weil ich aufgrund der Größe es nicht aufgefallen, dass ich nicht so gut gehen konnte oder also fast gar nicht gehen konnte. Und dann kam mit der Grundschule der erste Rollstuhl so. Hm. Ja, Respekt. Echt. Was geht's? Versuche auch möglichst lange Stühle zu machen und nicht so. Okay, ja, kurze. Okay. Einfach so. Energie, Ressourcen sparen. Ja. Okay. Einmal hier rechts rum. Okay.
Aber ich habe gerade schon zu Hause gemerkt, so ganz ohne Hilfe, wenn das jetzt nicht komplett eine barrierefreie Wohnung ist, ist eigentlich kaum möglich, schwer, oder? Ja, ja. Das heißt, du wohnst zu Hause mit deiner Mom? Ja. Und die hilft dir dann bei solchen alltäglichen Sachen, was du nicht hinbekommst? Anders wird es dann schwierig. Und wenn dann eine Person da ist, egal ob es jetzt meine Mutter ist oder ein Freund oder irgendjemand, den man dafür organisieren kann, ist es ganz cool. Ja. Ja. Hilfe ist ja auch nichts Schlimmes, ne? Ja, das ist ja ohnehin so ein Thema. Soll man helfen? Wollen die Leute Hilfe? Wie siehst du das? Also ich glaube, das ist immer ein Thema, was von Person zu Person unterschiedlich stark ausgeprägt ist, so der Hilfswunsch, sagen wir mal. Ja. Aber also ich bin dafür, so viel wie möglich selber machen. Und wenn man Hilfe braucht, dann sollte man, wenn man dazu in der Lage ist, das auch artikulieren und dann dementsprechend fragen. Und was ganz wichtig ist für mich, nicht einfach helfen, wenn man nicht gefragt hat. Zum Beispiel so schieben, kommt auch mal vor, du fährst durch die Stadt und dann kommt plötzlich einer und fängt einfach an, dich zu schieben und denkst so, hä? Macht ja eigentlich, wenn man jetzt irgendwie so drüber nachdenkt, auch absolut Sinn, dass man die Leute nicht einfach so, ich meine, man fasst ja auch nicht so einfach so eine Person im Alltag an, weil es ist wie abschüssig hier, sondern, ja klar, fragen. Wir können auch im Zug nur eine kaufen. Genau, wie komme ich denn jetzt da rein? Ja, wir müssen erstmal die Tür aufmachen, so. Okay. Du kippst jetzt so ein bisschen nach hinten. Ein bisschen weiter nach hinten greifen. Ein Stück nach vorne. Und jetzt nach vorne lehnen, nach vorne lehnen, nach vorne lehnen. Oh. Es geht, danke schön. Schafft. Aber man muss ja sagen, das war jetzt auch gerade sehr. Das war ja so eine kleine Lücke nur. Sind ja nicht alle Bahnen so. Nee, es gibt auch Bahnen, die haben dann Stufen. Die muss man dann umgehen oder auch nur mit Hilfe, dass dann wieder einer den Rollstuhl rausträgt. Man muss halt deine Route dementsprechend anpassen auch. Ne? Ist das so? Also wenn du jetzt weißt, du musst da und dahin, guckst du dann, dass du nur die Wege nimmst, die irgendwie keine Hindernisse haben oder nur geringe? Da bleibt ja nichts anderes übrig. Ah, oh, doch. Okay. Es geht, danke. Ja, für dich ist das nicht so schlimm. Jetzt sind wir ja hier mitten in der Kölner Innenstadt und irgendwie, finde ich, gibt es so zwei Arten von Reaktionen, wenn man irgendwie so den Leuten ab und zu mal so ins Gesicht schaut. Irgendwie die einen, die mustern einen so von oben bis unten und gucken und denken sich ja so, okay, Rollstuhlfahrer. Und die anderen, habe ich das Gefühl, die gucken so demonstrativ weg, weil die nicht genau wissen vielleicht, wie sie damit umgehen sollen. Wie nimmst du das wahr so im Alltag? Also inzwischen gar nicht mehr, weil ich das einfach, also ich mache mir keine Arbeit mehr, die Blicke der Leute zu deuten, weil das ist zu viel Zeitverschwendung, weißt du? Man muss sich um das Wesentliche kümmern, das Wesentliche ist voranzukommen. Die ganzen Leute, so, die sehen, nehmen es alles so für selbstverständlich, dass sie gehen können, dass sie auch mal die Treppen hochspritten können zu einer Bahn und man selbst muss sich ja jeden Tag mit auseinandersetzen. Entwickelt man da so eine Art, ich weiß nicht, Neid oder eben halt auch so ein Gefühl von, oh, das würde ich auch gerne so können? Nee, ich glaube, Neid wäre der falsche Begriff, weil Neid das so negativ klingen lässt, weißt du? Ich glaube eher, dass das einfach eine andere Perspektive ist und dass es auch nicht nur Nachteile hat, im Rollstuhl zu sitzen, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so aussehen mag. Ich komme. Wo möchtest du denn hin? Sagen, am besten vielleicht erstmal in die zweite, zur Herrenmode oder zum Sport. Wir können auch gerne zum Sport, das ist mir gleich. Ja gut, dann lass doch mal zum Sport. Dritte Etage. Allein die Perspektive, so, wenn man hier durch die ganzen Reihen fährt, so, ist das ja schon mal gewöhnungsbedürftig, ne? Auf der Augenhöhe alles zu haben. Oh, Vorsicht. So, doch was enger hier. Also, das jetzt einfach nur so als Beispiel. Ich habe eigentlich bisher das Gefühl gehabt, dass wir beide ziemlich gut überall durch und dran gekommen sind. Aber es gibt da eben halt auch immer wieder quasi Artikel, wo man eben nicht so gut drankommt. Und da kann ich mich noch so strecken, aber da ist aus dem Rollstuhl eigentlich keine Chance. Das heißt, es gibt halt trotzdem immer mal wieder Situationen, wo man einfach Hilfe braucht. Fahr, komm. Hey.
Gehen wir jetzt? Ja, wir hauen jetzt ab. Okay. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe persönlich Durst und Hunger. Also wenn ich jetzt irgendwie mal vorschlagen, dass wir uns irgendwie, weiß ich nicht, ein Café oder Restaurant suchen. Voll gut. So, jetzt haben wir eine Stufe gleich. Jetzt können wir gleich nochmal ausprobieren. Mittlerweile traue ich mir das zu. Finde ich gut, finde ich gut. Grün, sehr gut. Okay, das war schon mal Nummer eins. Warte. Oh. Ja, nach vorne. Oh, Alter. Okay, gib Gas, komm, komm, stark. Das war richtig knapp, ey. Hier, ne? Ja, hier sind wir. Ja. Genau, wir würden mit reinkommen, ja. Das ist super. Warte, ich helfe dir. Danke dir. Bitteschön. Hallihallo. Das ist ja so ein Café, in dem wir jetzt hier sitzen. Eigentlich auch so ein klassischer Ort, wo man irgendwie mit Freunden hingeht, aber auch zum Beispiel mit Mädels auf irgendwelchen Dates oder so. Hattest du selbst schon mal eine Freundin? Nee, aber bewusst nicht. Ah, okay. Also das ist mir einfach zu kompliziert gewesen. Ja. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Stunden verbracht, jetzt kann ich dich ja ganz offen fragen, aber wie ist das, wenn du, ich meine, willst du irgendwann auch mal Sex haben oder kannst du das haben? Ist das? Kann ich ja. Also das ist, aber kommt nie groß zur Sprache. Ist doch, also, Was spricht dagegen? Ich bin nicht von Hüfte an gelähmt oder so, oder Höhe an gelähmt. Alles gut. Gibt es denn auch mal Situationen, wo du sagst, und auch das könnte ich hundertprozentig verstehen, wo du einfach nur sagst, boah, dieser scheiß Rollstuhl geht mir sowas von auf den Sack und ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und am liebsten würdest du massenlos vor das wegrennen? Für mich ist es keine Option, mich irgendwie in die Ecke zu setzen, weil dann verpasst du zu viel. Wenn du irgendeinen Verlust erleidest beispielsweise, ob das jemand ist, der stirbt oder so, dann gibt es natürlich auch Fälle, die nicht mehr klarkommen, weil das einfach eine nahe Bezugsperson war. Aber in den meisten Fällen gibt es dann eine Trauer und dann geht es wieder weiter, weil das Leben weitergeht. Also ist das sowas, worüber man sich auch schon mal Gedanken macht? Irgendwie, was wäre, wenn ich laufen könnte? Ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Ich zuck so viel mit den Achseln, weil aus einem bestimmten Grund. Und zwar ist das der, dass ich mir Mühe gebe, mich nicht so viel mit Dingen zu beschäftigen, die für mich im Moment oder immer außer Reichweite sein werden. Also bei denen du definitiv weißt, daran wird sich nichts ändern. Und dann darüber nachzudenken, was du dann anstellen würdest. Vielleicht würde ich auch auf eine Theke hüpfen hier und den ganzen Laden auseinandernehmen. Aber was sind, ja, weiß nicht. Also ich finde das echt krass, Niklas, so, also weil es ist so, ich glaube, man kann noch viel von dir lernen. So, und ich bin froh, dass ich mit dir den Tag jetzt hier verbringen darf, wirklich. Gänsehaut. Ich bin bei dir. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be. So, genug Innenstadt für heute. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zu Niklas nach Hause, denn wir holen jetzt gleich da Sportsachen. Denn Niklas spielt seit ungefähr 11 Jahren. Seit 11 Jahren Basketball, Rollstuhlbasketball. Und da dürfen wir heute Abend beim Training mit dabei sein. Und deswegen geht es jetzt ab nach Hause zur Wohnung, Klamotten packen und dann geht's in die Halle. So. Also, das heißt, ich mache mir jetzt hier die Beine fest. Das ist alles gut so. Warum ist es wichtig, sich hier festzuschnallen? Weil du dann einen besseren Halt erstens hast und zweitens fliegst du nicht so einfach raus. Okay, also wird es gleich ein bisschen ruppiger, ja? Ja. Das ist erlaubt. Ja. Riecht auch schon leicht verbrannt. Finito? Oh, Leute.
Hab nicht gedacht, dass es so hart wird, aber es hat richtig, richtig Bock gemacht. Ja. Also dieser ganze Spirit irgendwie halt. Es ist halt scheißegal hier gewesen, wie gut jemand ist, wie schlecht jemand ist, ob er wie ich ungefähr 19 von 20 Dingern verwirft, sondern dass es einfach wirklich hier nur um den Sport geht, um Spaß geht und dass einfach irgendwie auch, selbst wenn es vielleicht vorher überhaupt ein Thema war, dass einfach jeder hier vergisst, dass er im Rollstuhl sitzt und einfach nur gezockt wird. Diese mentale Komponente, und da hat Niklas mir heute unheimlich Inspiration gegeben, dass man einfach das Beste daraus macht, was man eben in so einem Rollstuhl eben halt machen und auch schaffen kann. Und das, fand ich, ist einfach sowas, was man sich, glaube ich, für ganz viele andere Situationen auch noch irgendwie auf die Fahne schreiben kann. Und deswegen danke ich dir, Niklas, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ja, kein Problem. Ich war gerade ein bisschen außer und mal Revue passieren lassen. Ja, war cool. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Ja, und von mir war es das. Und wir sehen uns.